Hallo und herzlich willkommen an Bord auf unserem gemeinsamen Flug in eine aufgeräumte Zukunft. Du möchtest die Kontrolle über deinen Besitz zurück und vielleicht auch andere Bereiche deines Lebens? Dann ist diese Destination genau die richtige für dich. Dieser Flug wird durchgeführt in Kooperation mit der KonMari-Methode. Deine Flugzeit ist individuell und dein Gepäck sollte nur noch die Dinge beinhalten, die dich wirklich glücklich machen. Ich darf dich nun noch bitten, alle elektronischen Informationen bis auf diesen Podcast auszuschalten. Mein Name ist Daniela Slesak und ich bin deine ganz persönliche Reisebegleitung. Aufräumen, loslassen, fliegen wünscht dir nun eine angenehme Reise. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 62. Und mein Thema ist, trink den Champagner jetzt. Und wie ich auf dieses Thema gekommen bin, das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Deswegen sitze ich ja hier und erzähle euch davon. Und zwar bin ich zu dieser Idee gekommen, diese Episode zu machen, weil ich mit einer ganz lieben Klientin zusammengearbeitet habe und ihr eine ganz doofe Geschichte passiert ist. Und ja, weil diese Geschichte synonym auch steht für viele von uns, für viele Geschichten, die viele von uns erleben mit ihrem Besitz, mit dem, was sie haben, was sie vielleicht auch vorhaben, mit ihren Plänen, all dem, was man sich so vorgenommen hat und was man so gekauft hat und für dies und das benutzen wollte, möchte ich euch eben von dieser kleinen Geschichte erzählen, die dort passiert ist. Also meine wunderbare Klientin mit einem sehr schönen Haus im Grünen am Stadtrand hier von Berlin lebt in einem sehr vollen Haus und hat mich auch aus diesem Grund zu sich gerufen und mich gebeten, mit ihr dort gemeinsam Klarschiff zu machen. Also wie schon gesagt, dieses wunderbare Haus war voll mit vielen Dingen, vielem, was sich so über die Jahre angesammelt hat. Und unter anderem hatte sie auch sie hatte einen Keller und hatte dort eine Art Weinkeller, möchte ich mal sagen. Und dort stand halt aller mögliche Weinflaschen rum und eben auch Sekt und Champagner. Und ja, ich habe das schon gesehen, dass das auch nicht, die neuesten Modelle von Champagner sind. Und habe sie dann gefragt, hast du viele Gäste und lädst du häufig ein, dass so schöne Getränke hier so rumstehen? Nein, also ja, schon Gäste, aber der Champagner ist wirklich, den hebt sie auf für die ganz besonderen Anlässe. Und ich habe sie gefragt, wie lange hast du die denn schon da rumzustehen? Und sie meinte, diese Champagnerflaschen, die habe ich mindestens schon 10 Jahre. Okay, also ich bin jetzt nicht die große Wein- oder Champagner- oder Sektexpertin, aber ich dachte mir so, also all das, was ich bis jetzt zu dem Thema gehört habe, ist, dass man den erstens mal irgendwie so ganz speziell aufbewahren muss, also auch den Wein. Und der Champagner, das war mir jetzt auch nicht so ganz klar. Also lange Rede, also ganz klar, ob das alles noch so trinkbar ist. Oder ob es schon Essig ist. Lange Rede, sie musste und wollte natürlich auch aus diesem Haus, sie musste sich da einfach von vielen Dingen trennen, aus diversen Gründen. Und hatte dann eben gesagt, jetzt ist dann vielleicht der Zeitpunkt, jetzt hier werde ich Freunde einladen und mal diese Champagner Flaschen köpfen und dann so eine Art Verkostung machen, um überhaupt zu schauen, ob der noch gut ist. Ja, und wenn einer schlecht ist, dann wird halt die nächste Flasche aufgemacht. Okay, dachte ich, ist doch eine super Idee. Was soll ich sagen? Ihr könnt es euch sicher denken, der gesamte Champagner war verdorben. Dieser Traum von, ich benutze das zu ganz speziellen Anlässen, war zerplatzt. Und sie hat natürlich nicht nur Wein und Champagner gesammelt in ihrem Haus. Sie hat viele, viele Dinge angehäuft, hatte ich ja schon beschrieben. Und somit ist sie ein Paradebeispiel für viele von uns. Und natürlich auch steht sie auch irgendwo für unsere Zeit, dass wir sehr schnell sehr viel anhäufen können. Immer noch mit diesem Hintergedanken, das ist vielleicht zu gut, um das jetzt jeden Tag zu benutzen. Und sicher gibt es Dinge wie zum Beispiel Champagner, die trinkt man nicht jeden Tag, das ist klar. Und sicher gibt es auch vielleicht das
Ballkleid, was man auch nicht jeden Tag trägt. Aber grundsätzlich ist sich, also müssen wir uns doch fragen, wie viel brauchen wir für die speziellen Anlässe? Und deshalb möchte ich dir jetzt auch zwei, drei Fragen stellen. Und zwar, hast du Kleidung im Schrank, wo noch das Preisschild dran hängt? Oder hast du Kleidung im Schrank, die schon sehr lange nicht mehr passt und die du auch sehr lange nicht getragen hast? Und hast du auch vielleicht eine Flasche Shampoos im Schrank zu stehen oder im Keller oder einen guten Brandy oder Whisky oder irgendeine Art von Alkohol, den du einfach aufbewahrst für diesen ganz speziellen Anlass? Oder hast du Geschirr im Schrank, was du nur ein, zweimal im Jahr an Ostern und Weihnachten rausholst? Dann ist vielleicht jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, wo du mal darüber nachdenken solltest, diese guten Sachen auch öfter zu benutzen, zumindest öfter, wenn auch nicht jeden Tag, aber öfter. Und bei dem Geschirr bin ich total dafür, dass du es jeden Tag benutzt. Weil warum solltest du so eine Entscheidung treffen, dass die Dinge zu gut sind, sie jeden Tag zu benutzen? Natürlich können wir nicht jeden Tag Champagner trinken, aber warum sollten wir nicht jeden Tag auch von gutem Geschirr und aus guten Gläsern trinken? Ich kenne jemanden, einen alten Nachbarn von mir, der hat immer gesagt, wisst ihr, jeden Tag eine Sahnetorte, da freust du auf einen trockenen Keks. Klar, da bin ich total bei ihm, weil natürlich können wir nicht jeden Tag Sahnetorte und natürlich können wir auch nicht jeden Tag Champagner trinken. Aber diese Mentalität, das alles ewig für irgendwie für gut aufzubewahren, so hieß es noch auch in meiner Kindheit, das ist für gut. Das glaube ich nicht, dass das die richtige Einstellung und die richtige Mentalität ist, dass wir unsere Schätze in unseren unseren Schränken und in unseren Garagen und in Kisten und Boxen aufbewahren und sie vor sich hin gammeln lassen, bloß damit irgendwann dieser Tag kommt, wo man ihn denn benutzt. Und ich meine, dieses irgendwann, ich sag dir, dieses irgendwann kommt nie. Das wird nicht passieren. Also ich benutze das gute Geschirr, wenn ich einen Partner oder eine Partnerin gefunden habe. Ich ziehe dieses Kleid an, wenn ich 5 Kilo abgenommen habe. Ich lade Leute ein, wenn mein Zuhause aussieht wie Bilder aus Schöner Wohnen. Das wird nicht passieren. Das wird wirklich nicht passieren. Und es wird dir genauso wie bei meiner Klientin gehen, dass du irgendwann merkst, es ist einfach zu spät. Der Champagner ist verdorben. Es ist vorbei. Ja, und die Hoffnung und Träume auf eine tolle Zeit, ein schönes Gefühl, diesen Champagner zu trinken mit lieben Leuten, das ist vorbei. Natürlich kann sie in den Laden gehen und sich eine neue Flasche kaufen, aber darum geht's ja gerade gar nicht. Es geht einzig und allein darum, dass du es dir wert bist, die Dinge, die guten Dinge zu benutzen, und zwar jeden Tag. Also schau dich mal um, guck mal, ob da irgendwelche tollen Kerzen sind, die du dir hast aufheben wollen für den bestimmten und speziellen Abend oder die gute Kosmetik, die du nur an bestimmten Tagen benutzt. Das gute Tröpfchen, das da halt im Keller steht und niemand es trinkt und wahrscheinlich auch nie trinken wird. Ja, weil irgendwann du beschlossen hast, diese Sachen oder dir eingeredet oder du so erzogen worden bist, dass diese Sachen eben nur benutzt werden dürfen, wenn du es dir verdient hast, vielleicht ist das auch so ein Ding. Und natürlich gilt das auch für alle anderen Bereiche, ja, für andere Träume, die du vor dir herschiebst und einfach nicht machst, weil du denkst, ja, irgendwann mache ich das. Das ist ja auch so ein Phänomen, dass wir alle denken, wir haben unendlich viel Zeit, aber natürlich haben wir die nicht. Es ist eine Einstellungssache. Es ist eine Einstellung, eine Mindset-Sache, wie es immer so schön heißt. Deshalb mach einfach, worauf du Lust und Bock hast. Trink und iss, was dir schmeckt. Es geht nicht um Völlerei. Es geht einfach nur darum, nicht die guten Sachen in den Mottenkisten vergammeln zu lassen, sondern die guten Sachen wirklich jeden Tag zu benutzen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, dass du es auch wert bist und dass du das darfst. Und ja, dass du gar nicht weißt, wie lange du sie überhaupt benutzen kannst. So deshalb, benutze sie, nimm sie, erfreu dich daran. Darum geht's. Das war's auch schon wieder, meine Lieben. In diesem Sinne sage ich wie immer, folgt mir auf all meinen Social-Media-Kanälen, kommt in die Dachgruppe, kommt in meine VHS-Kurse.
Also die Dachgruppe ist auf Facebook und die VHS-Kurse finden hier in Berlin und in Brandenburg statt. Ja, also ich sage tschüss, bis in 14 Tagen. Übrigens im Dezember ist der am 10. Dezember die letzte Folge meines Podcasts. Dann gehe ich in die Weihnachtspause und bin dann am 7. Januar, glaube ich, wieder da. Ja, bin ich nicht, glaube ich, sondern bin ich ziemlich sicher. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Daniela.